John Carpenters Werk They Live aus dem Jahr 1988 ist eine vernichtende Anklage gegen den Kapitalismus und die Kultur der Gier, die sich als B-Movie über eindringliche Außerirdische tarnt. Der professionelle Wrestler Rowdy Roddy Piper spielt darin einen obdachlosen Arbeiter, dessen Welt auf den Kopf gestellt wird, als er eine Schachtel mit einer speziellen Sonnenbrille findet, die es dem Träger ermöglicht, die Wahrheit über unschwellige Botschaften zu erkennen, die die Menschheit zum Gehorsam zwingen. Es ist einer der Carpenters besten Filme, aber schnappt euch selbst ein paar Hoffman-Linsen, um die Wahrheit zu sehen, die selbst Hardcore-Fans vielleicht nicht über They Live wissen. Aufmerksamen Zuschauern ist vielleicht aufgefallen, dass das Drehbuch Frank Armitage zugeschrieben wird, der zufällig denselben Namen trägt wie Keith Davids Figur. Dies ist natürlich ein Pseudonym. Carpenter schrieb das Drehbuch, war aber der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit seiner zukünftigen Frau Sandy King und auch mit Roddy Piper so gut war, dass er nicht die alleinige Verantwortung trug. Stattdessen übernahm er den Namen Armitage aus dem Dunwich Horror, einer klassischen Geschichte von H.P. Lovecraft, in dessen Werk es oft um Figuren geht, die durch die Entdeckung verborgener Wahrheiten in den Wahnsinn getrieben werden. Lovecraft war jedoch nicht die direkte Inspiration für They Live. Stattdessen griff Carpenter auf eine andere Kurzgeschichte zurück, Ray Nelsons 8 O'Clock in the Morning. Die 1963 veröffentlichte und 1986 als Comic umgesetzte Geschichte handelt von einer Figur namens Nada, die erfährt, dass die Welt insgeheim von schlangenartigen Außerirdischen regiert wird, die das Denken und Handeln der Menschen kontrollieren. Viele Elemente der Geschichte wurden später verfilmt, doch Carpenter fügte in weiser Voraussicht einige Änderungen an der Handlung hinzu und änderte einige Elemente, um die Geschichte glaubwürdiger zu machen. Oder zumindest so glaubwürdig, wie eine Geschichte über eine magische Sonnenbrille, mit der man Außerirdische sehen kann, sein kann. I'm giving you a choice. Either put on these glasses or start eating that trash can. Wie die Hauptfigur in Nelsons Kurzgeschichte heißt auch Roddy Pipers Figur Nada, weil er ein ungeschriebenes Blatt sein soll, ein Jedermann. Er hat kaum eine Hintergrundgeschichte und wird im Film nicht ein einziges Mal mit seinem Namen genannt. Nur im Abspann taucht Nada auf. In den vergangenen Jahren hat Carpenter jedoch durchblicken lassen, dass der Vorname der Figur John ist und dass er tatsächlich eine umfangreiche Vorgeschichte hat, auch wenn der Filmemacher selbst nicht weiß, wie diese aussieht. I've had a rough couple of days. In einem Interview verriet Carpenter, dass nur ein einziger Mann die vollständige Entstehungsgeschichte von Nada kannte, Roddy Piper. Vor den Dreharbeiten bat Carpenter Piper, sich selbst eine Hintergrundgeschichte auszudenken und sagte ihm außerdem, er solle diese niemals mit dem Regisseur teilen, um seiner Figur mehr Authentizität zu verleihen. Bis zu seinem frühen Tod im Jahr 2015 hat sich Piper nie dazu geäußert. Das bedeutet, dass Nada immer das bleiben wird, was Carpenter beabsichtigte. Ein Geheimnis für alle, selbst für den Mann, der den Film geschrieben und inszeniert hat. Mit einer Länge von fast 6 Minuten ist der ikonische Gassenkampf zwischen Nada und Frank eine der berühmtesten Schlägereien der Filmgeschichte. Die Szene wurde endlos zitiert und parodiert und jedes Mal, wenn ein neuer Anwärter auf die beste Kampfszene aller Zeiten auftaucht, wird sie unweigerlich als Vergleichspunkt herangezogen. Mit der Idee, eine Kampfszene zu kreieren, die im Film völlig einzigartig ist, wandte sich Carpenter an den Stunt-Koordinator Jeff Amida, dessen Arbeit in Actionfilmen wie Lethal Weapon, The Bourne-Verschwörung und Furious 7 zu sehen sind. Und an Piper, der auf seine Erfahrung als professioneller Wrestler zurückgreifen konnte. Das Ergebnis spricht für sich selbst, aber David lobte Piper dafür, dass er dazu beigetragen hat, den Film realistischer zu machen. Und Pipers Einschätzung von David machte deutlich, dass er auch nicht schlecht ist. This guy is like a mule. Kurz nach Nadas unangenehmer Entdeckung über die Welt um ihn herum gerät er in ein Handgemenge mit 2 Polizisten und schafft es, mit einer ihrer Schrotflinten zu entkommen, indem er sich in einem Gebäude versteckt, das sich als Bank entpuppt. Als die Besucher auf Nada mit seiner Sonnenbrille und seiner Schrotflinte reagieren, sagt er einen der klassischen Badass-Sprüche der Filmgeschichte. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Der Spruch ist seither in der Popkultur verankert, aber er stammt nicht von Carpenter, sondern direkt von Piper. Laut Carpenter trug Piper ein Buch voller Einzeiler bei sich, die er in seinen Wrestling-Promos verwendete, und während er das Drehbuch schrieb, nahm Carpenter den besten für die Szene heraus. Es ist nur schade, dass er diesen Spruch nie bei Hulk Hogan verwenden konnte. Carpenters Entscheidung, seine Helden zu Obdachlosen zu machen, die vom Glück verlassen sind und es mit außerirdischen Eindringlingen zu tun haben, die alle reiche Yuppies und, was noch erschreckender ist, Politiker zu sein scheinen, unterstreicht die eigentliche Botschaft des Films, die heute noch klarer sein sollte als vor 30 Jahren. Carpenter geht sogar so weit, den Film als Dokumentarfilm über die Ausbeutung der Armen durch die Oberschicht und als Anklage gegen die grassierende wirtschaftliche Ungleichheit zu bezeichnen, die dies ermöglicht.
Wenn Carpenter mit They Live eine Rakete auf den Materialismus und den Exzess der 80er Jahre abfeuern wollte, dann hat er sich nie gescheut, das ultimative Symbol für diesen Exzess zu nennen: Präsident Ronald Reagan. In einem Gespräch mit Starlog zu der Zeit der Veröffentlichung des Films wurde Carpenter in diesem Punkt deutlich und bezeichnete den Präsidenten und sein Kabinett als eine Bande von Gaunern. In den folgenden Jahren hat Carpenter bei jeder Gelegenheit seine Verachtung für Reagan zum Ausdruck gebracht. In einem Interview mit der Los Angeles Times im Jahr 2013 sagte Carpenter, er habe beschlossen, dass ich ein Statement abgeben muss. Und das ist They Live. Wobei er darauf hinwies, dass es wörtlich und im übertragenen Sinne Reagan den Stinkefinger zeigt, wenn es sonst niemand tut.